erste Sitzung des deutschen Parlaments nach der Bundestagswahl. Wolfgang Schäuble ist neuer Parlamentspräsident und Hans-Peter Friedrich wird für die Union stellvertretender Bundestagspräsident. 8.30 Uhr. Mit einem ökumenischen Gottesdienst beginnt der Tag für die Abgeordneten des deutschen Parlaments. Beinahe die gesamte politische Prominenz Berlins ist zu der Messe in die Berliner Friedrichstadtkirche gekommen. Das hat Tradition am Tag der konstituierenden Sitzung des Deutschen Bundestages. Im Anschluss treffen sich die Abgeordneten der Union noch kurz zu einer Fraktionssitzung, bevor dann der 19. Deutsche Bundestag vom Alterspräsidenten eröffnet wird. Eigentlich wäre das Wolfgang Schäuble gewesen. Er gehört dem Parlament am längsten an. Wegen seiner anstehenden Wahl zum Bundestagspräsidenten wird die Sitzung aber von Hermann Otto Solms eröffnet, der das zweithöchste Dienstalter aufweist. Ich begrüße Sie zur konstituierenden Sitzung des 19. Deutschen Bundestages. Änderungsanträge zur Geschäftsordnung von SPD, AfD und der Linken werden mit breiter Mehrheit an den Ältestenrat verwiesen. Und die Weitergeltung der bisherigen Geschäftsordnung wird beschlossen. Lieber Kollege Schneider, ich verstehe auch, dass man mit 20% Bundestagswahlergebnis nach einem Schuldigen sucht. Ich empfehle nicht immer nur ins Kanzleramt zu gucken. Suchen Sie in Willy Brandthaus, da ist der Erfolg größer, dass Sie einen Schuldigen finden. Jetzt steht die geheime Wahl des neuen Bundestagspräsidenten an. Nach Auszählung aller abgegebenen Stimmen steht fest, Wolfgang Schäuble ist mit 501 Ja-Stimmen neuer Bundestagspräsident. Herr Präsident, ich nehme die Wahl an. Nun übernimmt der frisch gewählte Präsident die Leitung der Plenarsitzung. Mit Blick auf die neue Konstellation im Parlament wirbt Wolfgang Schäuble in seiner Antrittsrede für ein respektvolles und zivilisiertes Miteinander und für die Bereitschaft, Kompromisse und Mehrheitsbeschlüsse als demokratische Entscheidung zu akzeptieren. Demokratischer Streit ist notwendig, aber es ist Streit nach Regeln. Und es ist mit der Bereitschaft verbunden, die demokratischen Verfahren zu achten und die dann und so zustande gekommenen Mehrheitsentscheidungen nicht als illegitim oder verräterisch oder sonst wie zu denunzieren. Es folgt die Wahl der 6 stellvertretenden Bundestagspräsidenten. Für die Unionsfraktion wird Hans-Peter Friedrich mit breiter Mehrheit gewählt. Einzig der Kandidat der AfD fällt in allen 3 Wahlgängen durch. Die konstituierende Sitzung endet wie immer feierlich mit der Nationalhymne. Die Unionsfraktion gratuliert Wolfgang Schäuble und Hans-Peter Friedrich zu ihren neuen Ämtern.